Hier ist noch irgendwas. Ach ja, das Ding. Das wir natürlich nicht durchschneiden können mit nichts. Keine Machete, kein gar nichts. Da können wir einfach gar nicht hin. Und hier? Einen Griff haben wir immer noch nicht. Wir finden alles, nur nicht das, was wir brauchen. Wir finden einfach alles. Hier, Petroleum in den Rotzennapf von dem scheiß Köter. So, da, ein Wolf ist das Familiensymbol. Der Grey Grace, Mac Grey Grace und der Maxwell Grey Grace. Wir sind daran gewöhnt, es überall zu sehen. Deswegen war der Richter auch so erbost, das auf dem Finger zu sehen, am Ringfinger. Ich habe den Zusammenhang auch nicht gerafft, ehrlich gesagt. Aber gut, ich bin ja auch doof. Zu doof für dieses Spiel offenbar. So, Petroleum mit Dynamit. Bringt nichts. Warum soll man denn Petroleum auf Dynamit gießen? Dann zündest du an, das explodiert ja sofort. Dann bist du ja tot. Das macht ja keinen Sinn. Wir brauchen die Lunte. Die würde wahrscheinlich in Petroleum getüncht. Wir probieren trotzdem mal. Es ist Grimtails. Wir probieren trotzdem mal. Hast du recht. Nichts passiert. Hätte sein können, ist Grimtails, wie gesagt. Es geht gar nichts. Nichts geht in diesem... Es ist so. So, ich lese gerade aus Verzweiflung im Chat. Kinderfoto. Das Schönste an diesem Spiel ist übrigens, das muss, man muss auch da mal das Positive sehen. In diesem Bild. Das Vogelgezwitscher. Kennst du das, wenn du die Nacht durchgemacht hast und du hast das Fenster offen, draußen wird es wieder hell? Oder ist es noch nicht mal hell, aber die Vögel zwitschern genauso wie hier in diesem Bild. Das war Kinderlachen, das gilt. So zwitschern die Vögel morgens, wenn man die Nacht durchgemacht hat. So werden die Vögel nachher zwitschern, wenn wir Grimtails durchgespielt haben. So, hast du schon Petroleum in der Pipette? Haben wir schon gemacht, hatten wir schon drin. Ja, so, das Gefühl ist schön. Ja, das Gefühl ist echt schön, wenn die Vögel morgen zwitschern und du hast diese leichte, kühle Brise, die ins Zimmer kommt, durchs offene Fenster. Das ist echt toll, muss man sagen, das mache ich echt gerne. So, ja, das kenne ich hier, einige Leute kennen das auch, das finde ich sehr geil. So, Aufnahmepause, sonst bringt man sich noch wegen dem Spiel um, hast du recht. Das Vogelzwitschern hört man bei uns die ganze Nacht. Wohnt er bei den, beim Nordpolarlicht oder was? So, Kinderfoto mit Frau im Saal. Die Frau ist eingefroren. Ich glaube, mit der können wir gar nichts machen. Die sind ja komplett eingefroren. Wir können jetzt in die Hand drücken, aber ich glaube, das bringt nichts. Wir können jetzt aufs Gesicht klatschen. Aber ich glaube, das bringt nichts. So, haben wir Objektiv. Was können wir denn jetzt machen? Haben wir wieder irgendwas Wabbelndes? Das Spiel dauert nicht mehr lange. Da bin ich mir noch gar nicht sicher. Das Gefühl, wenn du das Spiel löschen darfst. Oh, ja. Ja. Ah, kriege ich einen halben Orgasmus vor dem Monitor, wenn ich nur daran denke. Lagerhaus und hier Generalschlüssel. Wieso auch mal keine... So, hier ist nix. Hier hinten. Mit bloßen Händen kann ich den Ast nicht abbrechen. Mit dem Seil würde es eventuell gehen. Man könnte das Seil dann dran ziehen, aber... Gut. Die Machete, die nicht scharf genug war für die Angelschnüre, kann aber einen Ast durchbrechen. Im hohlen Ast, natürlich, im Ast, der noch nicht mal abgesägt war, der hohl ist, finden wir einen Schlüssel fürs Lagerhaus. Der ist nämlich natürlich im Baum gewachsen. Ne, das lernt man im Bio nicht in der Schule. Frag dich mal warum. So, was finden wir hier? Ein Nussamulett. Das finde ich auch, wenn ich kacken war. So. Ach, das Schloss ist so verrostet, dass ich es nie öffnen kann. Ich brauche eine dauerhafte Lösung. Halt die Fresse, nimm das Öl. Ach, es geht nicht. Ich brauche eine dauerhafte Lösung. Haben wir nicht ein Brecheisen? Nein, wir haben auch das... Die Machete haben wir auch nicht mehr. Dafür haben wir ein Nussamulett und hier haben wir... Schade, dass die Hake kaputt ist. Vielleicht kann ich sie reparieren. Vielleicht ja mit dem Seil. Da haben wir eine Seilhake. Ich bin verzweifelt. Es tut mir leid. Ich, Kamera plus Dynamit plus Petroleum gleich Selbstmord. Das wäre schön. Ja, ich, nee, mit der Hake kann ich das Laub beiseite machen. Das kann die auch nicht mit der Hand anfassen, so eine Hake. Nein, die braucht den Stab. Die Alte braucht den Stab. Und ich glaube, das macht die nicht mit der Hand. Die setzt sich drauf auf den Stab und macht es dann mit dem Becken. So, so frustriert bin ich, dass ich so eine Witze jetzt mache. Denk mal an den Jugendschutz, Grimtails. So, was haben wir hier noch? Schönes. Ah, natürlich, einen strammen Ast nimmt sie sich auch noch mit. Mit dem Ast können wir vielleicht die Hake reparieren.
Na, sieht ja richtig toll aus. Was ist denn das, so eine Harry Potter Hake oder was? Vielleicht können wir auf der davon reiten. Ih, die Käfer. Aussparung! Wer baut denn? Ich meine, guck mal, wie gut die Tür hier einfach diesen Felsboden passt. Das ist einfach. Lunte. Feuerzeug. Oh, das tut mir leid. Eigentlich bei Aussparung müsste man Caps Lock eigentlich zulassen. Aber es tut mir leid. Der Bot ist dagegen Caps Lock eingestellt. Eigentlich bei Aussparung muss man das schon zulassen. Oh, eine Elektrolunte. Wir haben brennendes Dynamit in der Tasche, das Spiel ist gleich vorbei. Ich warte einfach. Das da hinten, dieser Schrei gerade, das war ein anderer Spieler, der Grim Tales versucht, ist jetzt ein Multiplayer. So. Was haben wir denn noch? Let's Suicide. Ja, was haben wir denn? Ach hier, hallo Tetlef. So, da, ja. Du hast noch 10 Sekunden. Ja, Sprengstoff. Schade, dass die Zeit stillsteht. Ich wäre froh, wenn... Ich wäre so froh. Ja. Leider eine notwendige Maßnahme. Töten wir lebendige Kreaturen. Grim Tales, denk mal an die USK. So. Jetzt haben wir eine Krypta. Da drin gibt es bestimmt Kryptonit. So. Ja. Das Objektiv ist auf einem Lampenhalter in der Haupthalle. Das kann man auch mal objektiv sehen. Memento Mori. Na, wer weiß, was es heißt. Memento Mori? Latein abfragen? Heißt es nicht... Heißt es nicht, die Todgeweihten grüßen dich? Heißt es nicht so? Memento Mori? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Guck doch mal selber nach. So, wir haben eine Fackel. Natürlich, mit Feuerzeug. Kann man die Fackel einfach direkt anzünden? Das brauche ich jetzt nicht. Natürlich, dann gib doch mal Öl rein. Also. Willst du mich verarschen? Das muss man extra noch anklicken, damit er das macht. Aber das geht, da steht nicht irgendwie, ich sollte vorher Öl reintun und die Fackel ist leer, steht nur, das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich nicht. Ey, mit der Scheiße befasse ich mich später. So, das ist, na gut. Gedenke den Toten. War das nicht, was war denn, die Todgeweihten grüßen dich? Was war denn das nochmal? Ach, Morituri de Salutat oder so. Ja, stimmt, ja, Gedenke des Todes. Entschuldigung, habe ich gerade, da gab es auch einen Film, Memento Mori. Oder jetzt nur Memento? Ach, Alter, es ist spät. Guck mal auf die Uhr. Denk an den Civi, der muss mich schieben. Auch wenn die Bufti heißen, habe ich auch gelesen. So, ich muss gestehen, dass es im Dunkeln unheimlich ist. Unheimlich scheiße. So, wir haben doch eine Fackel. Warum können wir die jetzt... Ach so. Ach, und dann gehen automatisch alle Fackeln im Raum an. Ah, ja, natürlich. Das ist... Ja. Huch. Hier ist ein Apotheker... Oh, was war das denn? Der Stein ist zu schwer. Ich kann ihn mit meinen bloßen Papierhänden nicht hochheben. Na gut, bei dem Stein macht es ja noch Sinn. Wir haben jetzt das Apothekerzeichen, Medizinamulett. Wir haben ja auch hier eine Statue wieder. Edward Maxwell. Harles unehelicher Sohn war für seinen extrem zynischen Charakter bekannt. Viele Skandale wurden unter den Teppich gekehrt und schließlich wurde er aus der Familie verbannt. Ich habe das Gefühl, dass Familie Maxwell hier an diesem Unheil schuld ist. Die Maxwells. Maxwell Sheffield. Kennt ihr noch jemand? Na? So, Bluetooth-Fackeln. Ja, ist wirklich wahr. Das ist wirklich wahr. Oh, der Löwe hat nur noch ein Auge. Was ist das denn für Technokrallen? Dieser Löwe steht nur... Dieser Löwe sieht nur die Hälfte des Bildes. Was ist das denn? Ein Nagel. Ich bin mir sicher, dass sich etwas unter dem Stein befindet. Kann ich ihn zerbrechen?
Theoretisch ja, wenn du nicht so unfähig wärst. Nein, das will ich nicht. Wenn du nicht so unfähig wärst, könntest du den Stein zerbrechen. Aber sie probiert's ja nicht mit irgendwas. Der Steinengel hält den Anhänger. Vielleicht kann ich dem Engel etwas geben, das er braucht, und ich bekomme etwas als Gegenleistung. I see what you did there. Komm, wir geben dem Engel, was er braucht. Eine Blume. Am Kranz des Engels fehlt etwas, das muss ich finden. Hier ist ein medizinischer Notfallengel. So, okay. Was ist denn das? Das sieht ja aus wie der ZDF-Fernsehgarten. Ja, ja, so, blau, blau, blau. Okay, das ist offenbar nicht. Wir kriegen noch einen Pokal. Chamäleonobjekt. 12 Chamäleonobjekte haben wir. Ich wünschte, ich könnte mich freuen noch über irgendwas. Drehe die Kachel mit den Pfeilen. In deinem Tagebuch befindet sich ein Hinweis. Wir lesen mal kurz das Tagebuch. So, hier haben wir die Map. Die sieht inzwischen schon ganz knorke aus. Ich bin sehr glücklich über diese Map. Die Map sieht echt schön aus. Ich wünschte, das wäre ein Rollenspiel. So, Tagebuch. Wir haben das Tagebuch noch gar nicht gelesen übrigens. So. Wir sind schon auf Seite 17. Was ist denn mit der Nase los? Ich habe den am Bart extra wegrasiert. Ich glaube, ich werde mir die Nase wegreißen. Okay. Wir fangen auf Seite 1 an. Ich schaue mal ganz kurz in den Chat da drüben. Versuche das Foto in den Rahmen da reinzutun. Das können wir später probieren. Ich glaube, das geht nicht so. So. Mein friedlicher Abend wurde durch entsetzliche Nachrichten erschüttert. Unsere Familie wurde zweifach, das haben wir schon gelesen, ne? Ja, genau. Ein Foto des Familienschlosses, das ich in den Beweisen gefunden habe, half mir dabei, Elisabeths Erinnerungen zu betreten. Nun kann ich nach richtigen Beweisen suchen, die diese Situation aufklären werden. Die Szene, die ich in der Eingangshalle... Können wir die mitnehmen? Nein. Die Szene, die ich in der Eingangshalle beobachtete, ist seltsam. Anscheinend hatten sich Elisabeth und James an jenem Tag gestritten. Er sieht verärgert aus und meine nicht offensichtlich durch etwas frustriert. Er sieht verärgert aus und meine nicht offensichtlich durch etwas frustriert. Meine Nichte wahrscheinlich, vermute ich mal. Das Buch, das ich gefunden habe, besagt, dass James nach Elisabeth der Erbe des Anwesens sei. Für das Gericht könnte das bereits ein gutes Motiv sein. Beweis. Das Witcher 3 Tagebuch. Elisabeth soll von einer Klippe von den Dobermännern der Familie gestoßen worden sein. Und nun habe ich eine Hundepfeife mit einer Gravur mit James Namen gefunden. Er soll sie trainiert haben. Die Postkarte, die ich in Elisabeths Tagebuch fand, hat mich sehr berührt. Ich sah, wie James seine Schwester beschützen wollte, und diese Worte haben meinen Glauben an James Unschuld nur bestätigt. Irgendetwas Seltsames passiert hier. Ich hörte Schritte und dann versuchte mich ein ausgestopfter Bär anzugreifen. Ich kann mir vorstellen, dass das Schloss so alt ist, dass es ein paar Geister gibt. Vor allen Dingen, wenn das Schloss nur in ihrer Erinnerung existiert, momentan. Logisch. Mein nächster Hinweis ist eine Plakette. Ich schwöre, mit dieser Waffe meinen Besitz zu beschützen. Dies bedeutet, dass James seine Familie beschützen und nicht auslöschen wollte. Dieses Banner gehört unseren engen Verwandten, den Maxwells. Es ist ein Geheimnis, was es hier zu suchen hat, aber ich habe es dennoch notiert. Und das Maxwell-Banner war bei dem Köter, bei dem Dobermann. Und die Dobermanner haben ja die Viecher runtergeschmissen. James ist anscheinend verzweifelt. Der Ring, den er mir gab, versetzte mich in die Vergangenheit. Das sollte der Tag sein, in dem unsere Verwandte und Elisabeths enge Freundin Catherine ins Schloss kam. Ich beeile mich mal ein bisschen. So, das ist der wahre Besitzer des Rings. Ich glaube, mein Bauchgefühl zu James Unschuld bestätigt sich. Nun verstehe ich es. James und Elizabeth stritten sich um das Erbe. Aber was noch viel wichtiger ist, James wollte seine Schwester davon abhalten, es ihm zu übertragen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Da habe ich wahrscheinlich gerade geschlafen während des Spiels. Ich wusste nicht, dass Elisabeth auch Hunde trainierte. Wie sich herausstellt, steckte sie James mit ihrem Hobby an.
wie dieser gut trainierte Dobermann hinten in der Abstellkammer. Der Gargoyle wurde vor meinen Augen lebendig. Der Geist des Schlosses will mich anscheinend aufhalten, aber James braucht meine Hilfe. So, James sorgte sich sehr um seine Schwester. Er wusste, dass sie vor wilden Tieren Angst hatte und gab ihr somit eine kleine Pfeife, die ihr Mut verlieh. Denn jetzt nennt der James eine kleine Pfeife. Schau dir nur diese Sonnensystemnotiz an. Nein, schaue ich nicht. Es ist schon eine Weile her, dass ich Astronomie in der Schule durchgenommen habe. Ist eine Weile her, dass du in der Schule durchgenommen wurdest. Das stimmt schon. Obwohl Elizabeth und Catherine gute Freundinnen waren, stritten sie sich. Und wo ist der Hinweis im Buch? Der Hinweis ist im Buch. Und dafür gucke ich mir die ganze Scheiße an. So, es gibt's ja gar nicht. Ich entschuldige mich übrigens, falls das hier lange dauert. So. Vor allem sind die Bilder hier auch so winzig klein und da fehlt doch noch jemand. Da ist jemand rausgestrichen. Irgendein Maxwell ist da rausgestrichen. Hier war lauter Maxwells, Maxwells und da... Aber ich verstehe nicht ganz, warum wir das drehen sollen. So, dreh die Kachel mit den Pfeilen. In deinem Tagebuch befindet sich ein Hinweis. Da befindet sich kein Hinweis, hier befindet sich eine Urne. Hier ist der Löwe. Was ist denn für ein Hinweis? Hat jemand von euch einen Hinweis gesehen? Irgendwas, was ein Hinweis sein könnte? Ich bin gespannt. Ach, der Zombie ist da. Hallo, Zombie. Der guckt gerade zu. Ist mir ein bisschen peinlich, dass ich hier die uncoolen Spiele spiele. So. Die Frage ist... Ja, weiß jetzt jemand von euch, was es jetzt mit dem Tagebuch auf sich hat und diesem Ding hier? Ich blick das ehrlich gesagt nicht so richtig. Hier ist der Wolf. Das ist ja das Maxwell-Ding. Hier war McGregor, Maxwell. Und da haben wir noch irgendwas. Ich kann das gar nicht lesen, weil das so klein ist. Das ist so winzig klein. Ganz klein ist das, ganz klein. Ganz klein! Hinweis, Chamäleon im Baumhaus und im Hundezimmer. Im Hundezimmer haben wir schon gefunden. Hier brauchen wir eine Blume. Ich verstehe nicht. Hat's was mit den Freundinnen zu tun? Das weiß ich nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich hier ändern soll, weil wir haben hier zwei... Vielleicht sind das die zwei Freundinnen. Das kann sein. Aber ich meine, wir können das drehen, wie wir fröhlich sind. Es ändert sich ja nichts. Wir haben hier oben die Elizabeth, ne? Da ist die Elizabeth und wo ist ihre Freundin? Die Catherine steht hier überhaupt drauf. Ist das überhaupt eine Maxwell? Ich guck mal ganz kurz nah dran. Ich kann da gar keine Catherine erkennen. War das hier vielleicht Catherine? Vielleicht mit den Drehungen dem Baum folgen. Paar Mal nach rechts, paar Mal nach links drehen. Ja, das mag sein. Aber ich muss nochmal. Dreh die Kachel mit den Pfeilen. In deinem Tagebuch befindet sich ein Hinweis. Es leckt mich doch am Arsch. Da ist hier Tagebuch, befindet sich ein Hinweis. Ein Hinweis? Ja, eine Sache könnte sein tatsächlich. Ich probiere das mal gerade. Vielleicht klappt das ja. Da haben wir eine Aussparung im Bild. Aber das geht nicht. Das können wir nicht da rausmachen. Ich dachte vielleicht das Kinderfoto können wir da reinmachen, aber das geht tatsächlich nicht. Tagebuch. Du musst es einfach nur umdrehen und ein Bild aus dem Tagebuch einsetzen. Wir können aus dem Tagebuch keine Bilder rausnehmen. Das ist das Problem. Wir haben zwar hier ein Bild, hier kann ich auch nicht ins Inventar, das heißt, ich kann auch nichts manipulieren. Und sonst sehe ich aber auch nichts, wo hier irgendwie steht, wie rum man irgendwas drehen muss. Zweimal rechts rum, einmal links, einmal rechts, zweimal links. Ja, aber die Frage ist doch, warum? In die Lösung gucken kann ich auch, aber die Frage ist, warum? Ich will das ja rausfinden, ich will nicht einfach nur in die Lösung gucken. Das ist ja langweilig. So, ich gehe mal ganz kurz
Mit dem Nagel das Überschriebene. Ich glaube, das ist rausgekratzt, oder? Ich kann ja gar nichts machen, wie es aussieht. Eine Idee war auch, das so einzusetzen, aber das geht natürlich auch nicht. Hat sich was geändert? Nee, ne? In dem Kamin... Was? Ja, jetzt scrollt das hier wieder durch. Ich kann auch keine Bilder im Tagebuch anklicken, leider. Den Wolfskopf genauer angucken.